Hoffe, so semi getestet. So ihre Sache. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die kurzen Haare sehen echt kacke aus. Das kann ich nicht tragen. Normales Action-Level, normales Rätsel-Level, das wird mich sowieso alles kosten. Wir müssen auch wieder gucken, ich habe wieder keine Ahnung von den Enden. Ah! Ich hoffe, es sieht gut aus. Das Spiel hat mittlerweile quasi 4K-Auflösung. Ja, ja, alles gut. Guck mal, Vergnügungspark. Voll schön. Gruselige Pferdchen, voll toll, nett und so. Wow! 4K. Meine Fresse. Oh, ich glaube, ich muss nochmal die PlayStation 2 anschmeißen und das mal vergleichen. Oh. Das sieht leider geil aus. Where am I? Audio habe ich tatsächlich nicht gefixt. Das wäre sehr umständlich gewesen. Das heißt, wir haben so ein bisschen shitty Audioausgabe, aber die reicht hoffentlich. Oh, ich muss noch mal gucken. Ich habe auf jeden Fall die Karte umge... Ah, da ist jetzt meine Lampe. Ah, mal gucken. Wenn ich am Ende alles rausfinde, wie was funktioniert, bin ich zufrieden. Wow, wow, wow. Oh, das war knapp. Ha. Jetzt ein Hasenkostüm. Aber vielleicht müssen wir noch mal... Hä, wo ist denn das Menü hin? Ihr Affen, ob ihr das Menü versteckt? Ich bereue gerade meine Keybindings hier. Ohne Menü kann ich nicht spielen. Nein! Menü ist schreiend davongerannt? Ich glaube auch. Hallöchen, Shadow. Nötig von hier. Das heißt, wenn ich weiter in Blickrichtung gehe, finde ich die Achterbahn. Ist das ein Vergnügungspark? Ja, davon gehe ich aus. Ich kann nicht mit der Bambussteuerung spielen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Es geht wirklich nicht. Da wäre noch eine Tür gewesen. Da wäre doch eine Tür gewesen. Ja! Tschüss! Hab sie runtergetrieben. Game over. You have to start over. Hab mir aber nicht viel Zeit gelassen. Hätte auch anders sterben können, bestimmt. Nightmare. Nee. Es war schon ein bisschen traurig. Ach Gott. Blöde Steuerungen. Also wirklich Steuerungen, bei denen mich einfach alle kaputt machen hier. Happy Burger. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to.
okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Ich guck mir gerade mein Armband an, wenn ich den Hörer in der Hand habe, sieht das auch so komisch aus. Creepy old man. I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. Someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is genau, hallöchen Michi. Ich will fremden Leuten reden. I'm not interested. Geh ja bergab, genau. Are you still following aber eigentlich me? Ab dem vierten erst. Der hier ist doch cool. Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Dritter Teil ist meine Liebe. Das ist die neue Synchro. Ja, ne? Also ich kenne die sowieso nicht, aber... Hä, sie läuft rechts und links. Was, wo ist denn mein Menü? Hä? Ich raff's nicht. Wieso ist denn das? Das ist Start. Das ist Select. Ich komme hier nie wieder aus dem Spiel raus. Oh Gott, Kinders. Nein, ich ende. Ich beende erstmal alles. Wartet mal, ich muss erstmal alles trinken hier. Ich habe mich nämlich schon gewundert, irgendwie sweet geworden. Wenn ich starte nochmal, dass wir irgendein Menü nochmal anfangen. Wir können ja nochmal komplett neu anfangen. Ne, ich habe, ich habe tatsächlich über diesen X-Input extra die andere Steuerung geladen. Zumindest dachte ich, dass es jetzt die richtige ich kann es euch mal zeigen. Zumindest dachte ich, dass es das richtige wäre. Dann haben wir hier die Tastenbelegung. Vorwärts, rückwärts, was auch immer. Ich verstehe nicht, warum hoch, runter, links, rechts irgendwie... Na gut, das ist eigentlich okay. Ich hatte auf Reddit extra noch so ein Vergleichsbild gefunden. Nach rechts bewegen. Was wäre denn eigentlich Start? Eingabe abbrechen, überspringen, Pause, Zoom. Hätte ich runterladen müssen, glaube ich, extra. Plus für Gramm Steam-Ding. Ja, das wurde auch empfohlen, glaube ich. Also es, wie gesagt, ist eine riesige, lange Liste. Es ist eine riesige Seite voll mit Sachen, die du noch runterladen kannst. Ich dachte mir, das würde reichen, dass das funktionieren würde. Und dann habe ich halt reingeguckt und habe festgestellt, so, nee, die Tasten sind ganz komisch. Und habe ein paar jetzt in der letzten halben Stunde hin und her geschubbelt. Suchansicht. Bereit, links. Das fand ich ja ganz gut. Ich glaube, bei dem ersten Teil konnte ich ja das auch schön extern alles eingeben. Ja, aber wo ist denn die Karte? Ich verstehe gerade einfach nicht. Also nicht die Karte, was habe ich denn gerade falsch? Pause? Ist jetzt Select. Vorräte? Aber das ist doch auch überspringen bei mir. Aber überspringen, nee, überspringen bewegt sie sich hier ganz komisch. Hell. Also ich meine, ich soll das lieber über Steam dann machen.
Bei Steam gibt's Vorlagen von der Community? Meint ihr, wir können das jetzt bei Steam einfach nochmal ein bisschen klauen? Oder was, brauche ich nichts mehr einstellen? Ach, Kinder, vielleicht müssen wir das nochmal zusammen machen, dann geht halt kein Silent Hill, dann muss ich nochmal alles umstellen. Oder wir spielen mit Tastenbelegung. Oh, das will ich nicht, auf gar keinen Fall nicht. Objekt? Keine Ahnung, was denn noch nach rechts bewegen? Nach links bewegen ist mir egal. Ich glaube, das ist es. Habe ich noch irgendwas geändert? Ah, halt. Halt, stopp. Nein, 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 nein. Nochmal hier. Ach, I für Inventory bestimmt, oder? Dann machen wir das hier weg. Und Pause nochmal umlegen. Ja. Ja, ach, dann halt dreimal hin und her stellen. Wenn es jetzt klappt, klappt das. Wenn nicht, dann müssen wir... ja, dann muss ich. Oder vielleicht mit eurer Hilfe dann nochmal das einstellen. Hallöchen, Lexi. Wunderschönen guten Abend. Aber es gab auch jetzt nicht die Möglichkeit, das Laufen umzustellen, oder? Von der Panzersteuerung? Verdammt. Ja, zu spät. Nein. Okay. Spidey, danke. Ja. Funktioniert doch alles. Wunderschönen guten Abend, Lexi. Ja, ich meine, ich bin ja auch noch weg. Hallöchen. Wunderschön. Willkommen zurück. Und es geht jetzt erst richtig los. Ja, wir haben Taschenlampen, wir haben Landkarten, wir haben alles Karten. Oh ja. Oh ja, that's the good feeling. Ich werde jetzt nicht noch 10.000 Sachen runterladen. Nein, 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 nein. Das Schloss ist kaputt. Hilfe, das Schloss ist kaputt. Ich kann keine Türen öffnen. Ich kann keine Türen öffnen. Ah. Hier. Oh, wir sind in den ersten Laden reingekommen. Oh nein, es tut mir leid. Muss ich meine Haare heute wieder aufmachen? Ich habe die nur zusammen gemacht in, was ist das, ein Dutt oder so? Dreimal so eine Klammer gewickelt und sowas. Ich will so einen Hasen haben. Viele verschiedene Muster, aber ich will eigentlich keins davon. Okay. Ach Gott, ey. Das war schon bei dem zweiten Teil. Ja, okay, okay. Wisst ihr jetzt Bescheid? So, das Gimmick von diesem wunderschönen Park ist natürlich der Hase mit dem verschmierten Mund. Nö, passt schon, okay. Müsste ich wohl häufiger machen. Gerade im Sommer. Im Sommer vielleicht auch häufiger. Gut. Hä? Ich komme nicht hinter einen Tresen. So eine Kacke. Nicht irgendwas machen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Es ist halt Jahre her. Viel zu lang. Viel zu lang ist es her. Ich muss weiter. Und die Monster bestimmt abgehängt. Ah! Hab ich nicht. Alles verseucht hier. Ach, der Rollercoaster. Jede Nacht träume ich von diesem besonderen Ort. Silent Hill. Ey, du Mistkröte. Ah, schnell, 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 schnell.
Yeah! Wow, 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 Fräulein! Oh Gott. Hat ihr das Schreien gehört? Nein! Oh, verdammt. Verdammt. Ach, naja. Naja, naja. Immerhin, wir sind diesmal da angekommen, wenigstens bei der Achterbahn. Gucken wir uns das nochmal an. Jetzt ohne Hass und so. Das ruft nur ihren Papa an. Da will er langsam gehen. Langsam ist für Anfänger. Kekse. Kekse. Ja, Zeichen auf dem Spiegel. Das kommt mir so bekannt vor. Woher kenne ich das nur? Wo habe ich das schon mal gesehen? Warum tut mir der Kopf so weh, wenn ich mich zu erinnern versuche? Mhm. Oh, selbst gebacken. Oh. Fiegt man gerne mal in Abgründe, ja. Aber es ist auch ein bisschen anders als im zweiten Teil. Wenigstens bereitet sie sich drauf vor und nimmt mal hier und da noch eine. Ist das schon eine Matratze? Eine Matratze teilweise? Oder irgendwelche alten Lumpen? Dass sie nicht wirklich planlos dann hin und her springt und so weiter. Geht nach links. Aber ich will gucken, ob hier noch was liegt. Ach, damals, als ich hier zum ersten Mal mein pinkes Outfit hatte. War schon geil. Nee, das ging gar nicht. 1 und 2 war sehr babyfreundlich. Ja, ja, für Anfänger geeignet. Damit haben sie sich gesagt, selber schuld. Dass sich halt die Kamera dreht, ist halt auch noch normal. Jetzt, ob ich es auch gewusst hätte, ne? Ja, das dürfte eigentlich nur eine offene Tür geben. Die ist jetzt tatsächlich abgeschlossen. Noch. Hm. Wie sieht das denn aus auf einmal? Hat noch jemand nicht geputzt? Huch. Gleich kommt's. Ich habe ja gespeichert, ne? Kann ja nichts passieren. Ach ja, wenn die Musik noch zu laut sein sollte, sagt nochmal Bescheid. Die war halt wirklich sehr, sehr laut. Ich habe sie schon leiser gemacht, aber. Oh, man weiß ja nie. Eine langsame Reaktion. What the hell is this thing? Ja, ich habe gerade gemerkt, ich kann mich gar nicht anlehnen mit meinem blöden Puppel. Eindeutig nicht menschlich. Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Und das ist eindeutig kein Kostüm. Hört sich verrückt an, wenn man es sagt, aber Monster ist das einzige Wort dafür. Aber ich bin doch nicht verrückt. Wo kommt das her? Der Schmerz kam erst eine Stunde später, ne? Naja, lange Nervenbahnen und so halt. Patronen. Oh, ich kann von hier aus sehen, dass es tot ist. Ob ich die Polizei rufen soll?
Die würden mir sowieso nicht glauben, wenn ich sage, jemand ist von einem Monster getötet worden. Aber so wie das aussieht, weil man sollte eigentlich eindeutig erkennen, dass es weiblich ist. Naja. Blutige Füße. Ich bin schuld. Jetzt ist sie offen. Da haben wir die Karte. Central Square, Einkaufszentrum. Ja, wir fangen direkt mit dem Einkaufszentrum an. Da ist jetzt offen. Treppe haben wir. Einfach raus. Wie nur nach draußen. Fahrst du eindeutig wieder kaputt? Das ist ja völlig normal so, ne? Muss ich noch irgendwo ein bisschen Muni rumliegen oder so? Kann ich denn wieder zoomen? Gar nicht, okay. Lass ich das eben sein. Jemand hat die Absicht, eine Karte zu lesen. Alter, was der frisst, aber auch wieder an Munition hier. Ist es tot? Jetzt auf jeden Fall. Massenweise Zeug hier, aber nichts sieht nützlich aus. Außer dem getrockneten Rindfleisch. Mit dem er auch rumgekaut hatte. Ha. Gut. Das geht's doch ganz gut. Das ist wie üblich, wir werden versuchen, ne, nicht immer zu kämpfen, aber wenn es halt sein muss, dann muss es halt sein. Papa schenkte mir diesen Anhänger zu meinem Geburtstag. Er gehört zu den Dingen, die mir viel bedeuten. Wo will ich eigentlich schon wieder hin hier? Nicht die Landkarten. Man kann natürlich das nicht drehen, wie ich es gerade vorhatte. Im Inneren ist ein Juwel, wie ein rotes Täfelchen. Hier ist mein Messer. Fast 10 Schuss. Vorräte sind halt jetzt wieder separat. Reicht es gerade, um Monster abzulenken? Wir können nämlich diesmal auch ein bisschen mehr mit Monstern machen, außer sie halt abzuknallen. Hä? Diese Genickstarre, ne? Manchmal verwirrt mich das schon stark. Safe Raum. Er kann mich jetzt, glaube ich, nicht runter, ne? Etwas zwischen Tisch und Boden gefallen. Tisch? Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Wenn meine Arme länger wären, könnte ich ihn erreichen. Das ist ein großer Stapel Kartons voller Bücher. Das ist viel zu viel Mühe, sowas Schweres zu bewegen. Ich brauche eine einfache Lösung. Da. Hä? Du siehst aber schon den roten Kreis. Ich versuche mal nur mit den Speicherdingern zu arbeiten. Bin mir gerade nicht sicher, ob das auch noch anders geht, aber... Also, ob man jetzt wieder anders speichern konnte. Mal gucken. Auseinanderreißen. Wer bin ich denn? Der Hulk? Bin ich nicht. Ja, geht genau deswegen, aber
For the experience. So ein bisschen wenigstens. Bakery. Das Brot sieht aber auch schon gut aus. Eine Zange. Wie einfach das geht. Also ich würde mir jetzt erstmal noch so einen Donut hinterschieben, ganz ehrlich. Weil... Kein Personal hier? Wo sind die wohl alle? Was ist los mit diesen Leuten? Wo guckt sie denn schon wieder hin? Kasse? Ausrauben? Ja, auch mal gucken. Ich meine, wenn es mich überkommt, dann überkommt es mich, ne? Aber also, ich würde es erstmal vermeiden wollen. Zum Café können wir nicht rein. Hier ist wieder Licht abgeschlossen. Das ist alles so ein bisschen aufgemalt. Lost. Genau, da ist was abgeschlossen und wir gehen jetzt mal den Schlüssel wiederholen. Ah, Kacke! Ich bin zu fett gewesen. An sich aus oder? Nein, natürlich nicht. Gegenstände verwenden. Ich find's gut gemacht, ganz ehrlich. Doch. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach zu schlecht dran, dass ich mir vielleicht doch sehr, sehr viel kämpfen muss. Ah, wir haben den Schlüssel. Mit wahrscheinlich dazu auch. Meine Bestseller. Was ist los, Katze? Dafür, dass ich sie heute zum Tierarzt geschleppt habe, ne? Die ist total süß heute zu mir. Voll die niedliche Katze. Voll die alberne Katze. Das hat sich vervielfacht. Ich weiß gar nicht, ob die solche Egel sind, die mein Blut dann trinken. Und dann anfangen sich zu vermehren auf einmal. So. Phew, easy. Irgendwas. Hallöchen, fertig mit Lernen, das freut mich. Wir spielen heute ein schönes altes Retro-Horror-Game. Ja, es geht schon Richtung Kategorie Retro. Ich habe extra nachgeguckt. Ich bin schon so alt, dass ich Retro-Spiele in meiner Kindheit gespielt habe. Shakespeare 1. 4, 2, 3, 5. Noch gucken. Patronen. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das war damals ab 16. Also das Spiel ist ab 16 und ich habe es dann einfach mit 14 Jahren gespielt. Ich dachte so, ja, top, komm, mach mal. Machen wir einfach. Ja, Retro. Mhm. Fair is foul and foul is fair. Put these books out of order. Schön ist wüst und wüst ist schön. Bring diese Bücher in Unordnung. Nein, das kann ich nicht. Unordnung. Nein, nein, nein. Ja. So, einordnen. Wie wollen wir das machen, ja? Wo fangen wir denn an hier? Mit der 5 fangen wir auf jeden Fall an. Ach so, ah, cool. Dahin. Ja, dann probieren wir es mal aus. Was da passt. Ist das kacke, ey? Nein. 7, 4, 2, 5.
Ganz viel Liebe. Wahrscheinlich hätten wir nicht mal die Bücher aufheben oder einsortieren müssen, aber... Ach, es ist doch schön. Offen. Ach, so gut. Hallöchen, Tini. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Oh, wir spielen heute Retro. Mhm, es ist Retro, oder? Oh, wieder Cutscene. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Wait! I don't get it. What does she want me to remember? Ja, an was nur. Aber Heather, aber ja, erste Begegnung mit Claudia. Wo kommen wir jetzt eigentlich her? Hier, was ist da los? Mal gucken, wie lange ich bleibe. Ja, dann telefonier ruhig. Tu dir keinen Zwang an. Wir kommen jetzt aus der Seite raus. Ich muss schon sagen, erstmal alles mitnehmen hier wieder. Louis, das ist wieder jemand im Lurk. Dann viel Spaß im Lurk. Ne, danke für auf jeden Fall fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, es geht dir einfach gut. Wo kommt dieser Mönchschor her? Die Nornen? Moment, was? Aber hey, wenigstens funktioniert der Fahrstuhl. Ah, sehr schön, das freut mich. Sehr gut, sehr gut. Es gibt keine Tasten. Oh. Ich war das nicht. Ich hab das nicht gewollt. Fahren wir denn jetzt hin? Ein Radio. Warum zum Teufel fällt das von der Decke? Das erklärt wohl zumindest die Statik von eben. Wurde es heute geimpft? Meine Katze auch. Aber dann entspann dich einfach gut. Ein bisschen, ja, einfach nur entspannen. Nur nicht zu viel machen, ist ganz wichtig. Ah, ein Radio. Und es rauscht. Da kann überhaupt nichts passieren. Nee, leider nicht. Ich glaube, das war das, wo ich gedacht hätte, das wäre auch schon im zweiten Teil passiert, aber... Langsam könnte man meinen, man ist gar nicht mehr im Einkaufszentrum. Ah! Nicht da, ich bin nicht da.
Haben wir schon irgendwas im Heim gefunden? Ach ja, stimmt. Zwei. Sehr nahrhaft. Sollte mir ein wenig helfen, meine Kräfte wieder. Ist denn immer alles kaputt? Die essen gerade tatsächlich was von einem Fleisch oder sowas, was sie da gefunden hatten. Es ist Hunde jaulen. Oh. Schön peinlich gegengerannt, ey. Naja, man ist ja auch in einem Retro-Einkaufszentrum. Ja, gut. Retro, hm. Ein bisschen verlassen. Ah, oh, sehr gut. Wir sind gerade in die Apotheke reingestolpert oder so. Ampulle auch noch. Das ganz gute Zeug. Büchermagazin. Ich habe keine Zeit zu lesen. Und da sieht man irgendwie auch nur Gitter und noch mehr Gitter. Ah. Das wieder. Wenn ich es ansehe, tut mir der Kopf weh. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so vertraut. Ich weiß, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe. Aber ich glaube auch, es wäre besser, mich nicht zu erinnern. Ah. 2:37? Was sind das für Zeiten? Hm. Ja, du bist da brav, ne? Fein, fein, fein. Wir haben auch Licht aus, ne? Die Leiter hängt zur Hälfte von der Decke. Selbst wenn ich mich auf den Tisch stelle und mich strecke, kann ich sie nicht erreichen. Ich bin nur 1,50 groß. Mehr kann ich nicht machen. Das ist kaputt. Wo sind wir eigentlich? Hier haben wir die Leiter, die haben uns eingemalt. Ich glaube, die Telefone werden wohl nicht mehr funktionieren. Ich glaube, ich bin im selben Einkaufszentrum wie eben. Ei, das war ein guter Unglück. Ich hätte mir doch ein bisschen mit dem Detective reden sollen. Oh. Achtung, schalten Sie das Licht aus, wenn Sie den Raum verlassen. Es ist offensichtlich, wenn es nicht ausgeschaltet wurde. Es ist offensichtlich. Ich habe eine Taschenlampe. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Die habe ich hier aufgelegt, genau. Statt die Bildschirm an. Warum? Warum? Ich dachte euch doch schon an. Reicht das nicht? Mach Licht wieder aus. Ich will das gar nicht haben. Nee, will ich gar nicht. Toilettchen sind nebenan. Dann haben wir noch einen schönen Gang. Das sieht eigentlich so aus, als ob wir hier vorhin waren. Eigentlich könnten es dieselben Toiletten sein. Aber nein. Schloss kaputt, alles kaputt. Ach, guten Tag. Ich wollte eigentlich gar nicht stören, ne? Ich wollte wirklich nicht. Oh. Aber sie starrt die Viecher halt auch immer so an, als ob man nicht weggucken kann. Ich finde es teilweise echt schwierig, die Läden zu finden, muss ich ja schon mal sagen. Und hier ist ja eigentlich vorhin auch jemand gestorben.
Eine kugelsichere Weste. Yeah. Oh yeah. Unter einer Jacke ist sie schwer. Aber sie sollte etwas gegen die Angriffe eines Monsters schützen. Und ich sehe, wir tatsächlich langsamer laufen. Kleiderbügel? Jetzt hänge ich nur noch in der Karte rum, ja doch, ne? Pfui, aus. Kann ich nicht benutzen. Aber reicht ja schon, um eine Leiter runterzuziehen. Okay. Was genau war das? Warum musste man mich jetzt so erschrecken? Puh, Hallöchen, guten Abend. Ah, mein Herz. Mein Herz. Ich bin eindeutig langsamer. Und einfach voll gegengeklatscht, ne? Wo muss ich nochmal hin? Komplett runter und zurück. Links rum. Ach, excuse me. Die sind zum Glück halt auch so langsam. Vielleicht ziehe ich die später wieder aus. Nein. Da lang. Oh. Ist halt schon sehr langsam damit. Vielleicht mit Bossfights oder so? Halt, wo ist die Leiter? Free aus verwenden. Juhu, ich bin groß. Zeig du, Manni. Heather. Mhm. Was sind das für Geräusche? Spring mal richtig. Ich crazy mit dem kleinen dünnen Haken, ne? Einfach runtergezirbelt. Easy. Und immer schön mit der Pistole in der Hand klettern, das macht's auch ist super. Ist total toll. Ah, was ist denn hier los? Warum ist das hier? Dies ist kein Krankenhaus. Schön, wie erstmal die Kamera rumfährt. Kaputt. Da hinten können wir speichern. Ja. Ha, wie ich das noch im Kopf hab. Voll gut. Jahre her und trotzdem wiedererkannt. Hier. Happy? Na, wer kennt das Video wieder? Also ganz kurz hat man eine Silhouette gesehen. Definitiv aus Teil 1. Es war nämlich dasselbe Bild wie damals auch Cheryl im Einkaufszentrum. Oh, wo bin ich jetzt wieder hingerannt, ey? Der ist dick. Eine Walnuss, juhu. Also was? Warum nimmt die jetzt eine Nuss mit? Etwas klappert darin herum, aber ich kann sie mit bloßen Händen nicht öffnen. Ha, geht nicht. Also jetzt bin ich wieder raus.
Na toll. Hat sich ja gelohnt. Speicher mal, dass wir die Walnuss geholt haben. Ist okay. Walnuss. Ach, es brennt sich so schön ein immer. Gehen wir runter, gehen wir hoch. Ich glaube, oben geht's hin, aber unten ist gleich blockiert. Richtig schönes Diner hier. Oh ja, immer mit. Den lasse ich nicht stehen, keine Sorge. Verbandskasten doch nicht. Wer denn hier so schön gegessen? Ist das gegrillter Hund? Wer zum Teufel würde sowas machen? Und außerdem, wer zum Teufel würde sowas essen? Da ist etwas im Bauch des Hundes. Ich habe einen gekochten Schlüssel. Yam, yam. So, yummy. Hier hinten war noch was abgeschossen, ne? Ja. Ach Gott, ey. Chinesen. Ja, eigentlich schon, ne? Er sieht zwar echt nicht gut aus, aber kann man essen? Muss man nicht. Bin ich alleine hier? Ah. An der Tür ist ein rotes, sichelförmiges Zeichen, eine runde Vertiefung. Da steht etwas drauf. Warte, Taste. Blöder Hund, ey, ich dich grill ich auch gleich. Derselben roten Farbe geschrieben. Häufe an 300 Tage und Nächte. Von jenseits der Tür Schmerzensschreie hallen. Und die Bestimmung ist wahr geworden, obgleich ohne gesegneten Anfang. Könnte Claudia geschrieben haben, oder? Meine schon. Hund? Was ist das für ein Emote? Wir kommen da noch nicht durch. Bin ich eigentlich jetzt dolle verletzt? Der hat mich schon zweimal erwischt. Wir sind grau, das ist okay. Ich hätte einfach so ein bisschen Kadaver auch in der Ecke. Wir hätten ihn vielleicht auch abschmieren können. Auf dem Klo. Gibt's hier gar nichts. Nicht mal Klopapier. Ich hasse solche Toiletten, ne? Wenn es nicht mal Klopapier gibt, krieg ich durch. Das Erste, was ich mache, immer erstmal gucken, ob Klopapier da ist, bevor man sich überhaupt umdreht und die Tür zumacht. Okay, wir haben gekochten Schlüssel. Mal gucken, ob wir eine gekochte Tür finden, wo der Schlüssel dann passt. So denkt man doch, nicht runterfallen. Ich glaube, da will ich gar nicht runter. Nein, 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 das muss nicht sein. Da waren jetzt zwar Monster drin, aber ich überlege, ob da nicht auch noch was Gutes lag. Ha. Das ist immer so schön. Ich glaube, pro Kapitel werden die Zeiten jedes Mal gemacht. So ein bisschen. Ja, es tut halt echt weh, wenn man irgendwo stehen bleibt, ne, und dann was abbekommt. Der gekochte Schlüssel. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch ins Chinesische oder auf jeden Fall ins Restaurant irgendwie reingekommen. Ich habe ein Strahlrohr. Yeah, Nahkampfwaffe. Außer dem Messer. Das Messer hat einfach keine Reichweite. Hier haben wir eine Speisekarte. Das war wohl ein Café. Okay.
Shankat Restaurant drauf, würde ich bitten. Oh, ich will hier nicht raus. Nein. Müssen wir die zwei Türen hinten noch prüfen? Ich weiß, dass sie wahrscheinlich zu sind, ne? Eins links, eins rechts, eins geradezu. Nicht hier rein. Ja, war kein Problem. Ich will mich nämlich später dann verlaufen, wenn ich sage, oh, ich wollte doch irgendeinen Weg noch gehen, dann probiere ich auf einmal was Neues aus. Ist nicht so gut. Ach ja, schön, 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 schön. Ja, aber die meisten Türen sind tatsächlich kaputt und die gut aussehen, sind halt auch meistens dann welche, wo es weitergeht. Ist das nicht ein Backstein für mich? Die kann ich bestimmt nach Monstern werfen. Den darf ich nicht mitnehmen. Schade. Es ist wirklich kaputt. Also diesmal sieht man, ne, die Tür ist wirklich komplett verrammelt. Haben wir es schon geschafft? Es bewegt sich nicht. Ich speichere noch mal kurz. Ich weiß gerade nicht, wir haben 3 Minuten gespielt, ne? Ich weiß gerade nicht, was das mit dem Ventilator noch mal war. Aber ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Man hört auch schon wieder ein paar Hunde heulen. Mehr Rindfleisch. Oh. Bin ich hier gerade auf einen Kampf vorbereitet? Ist das noch auf der Karte? Ja, doch, doch. Soll ich gleich zurückgehen und ausschalten? Tschüss. Ich wollte gar nicht stören. Grunzt mich immer so an hier. Wir sind Tierchen. Ist tatsächlich auch kaputt. Ne, nicht alle hübschen Türen sind auch wirklich Türen, wo es reingeht, aber die meisten tatsächlich. Warum ist das hier? Das ist kein Krankenhaus. Da hätte mir was runterfallen können. Okay. Ich gehe nochmal zurück und schalte eben Ventilatoren aus. Vielleicht besser so. Dieser lange Gang, ey. Au. Ach ja. Das habe ich gar nicht vermisst. Damit fusche ich besser nicht herum. Ach so, okay, nee, wir können damit noch gar nicht rumfuschen. Kam mir so bekannt vor, ich weiß auch nicht, wieso. Ist da noch eine Tür, durch die wir noch nicht durch sind? Ach nee, da geht's wahrscheinlich gar nicht durch. Bin gerade sehr verwirrt. Wir haben die Walnuss. Wir haben die Walnuss? Ja, haben die Walnuss dabei. Da ist doch noch ein Raum. Ja, aber da kommen wir noch nicht durch. Nee, alles so wie es muss wahrscheinlich. Na, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Oh, dann guten Appetit auf jeden Fall, Gaming Mouse. Lass es dir schmecken.
Au, au, au. Mein Auge sagt auch adieu. Hier war ich ja schon überall, ne? Ah, ich will nicht zu denen rein. Mach mal Licht aus. Bisschen verschnaufen. Die sehen mich ja trotzdem. Oh. Da kommt der Kreiseltyp, sie. Der ist ja kacke. Aber der sieht uns, glaube ich, nicht, wenn es dunkel ist. Okay, das war schon mal gut. Hier. Oh nee, warte. Kein Wunder, dass mir der Kopf wehtut und ich mich schlecht fühle, wenn ich es ansehe. Ich glaube, weil sie gerade meinte, weil es mit Blut gezeichnet ist, vielleicht. Sportgeschäft. Hier können wir unsere Walnuss reinpacken. So ein kleiner, blutiger, rostiger Schraubstock. Schönes Ding. Hm. Es pocht. Ein Juwel. Ein Mondstein. Ha! Na, wird man da als Mondkatze ein bisschen getriggert? Ich glaube, wir müssen zurück zum Mond, oder? Oh, falsche Tür. Da ist doch eins. Das war ja ein bisschen knapp. Das war ein bisschen knappi-knapp. Komme ich wieder her? Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss den ganzen Weg zurück, ne? Mein Mondstein ist das jetzt. Meiner. Ich werde jetzt zum Mondfuchs. Erstmal Kanal renamen und dann mal gucken, was passiert. Na? Ja. Und hier rum und darum. Jetzt könnte man noch mal ein bisschen im Kreis rennen. Oh Gott. Dieses Geräusch. Ist abgeschlossen. Das sind keine Türen. Das sind keine Türen. Was für ein Geräusch. Ganz kurz gucken. Ganz hinten links kommt man durch, ohne dass was passiert. Hier vorne kommt man durch, während was passiert. Aber dann ist noch dieses eine dicke Monster auf dem Gang. Egal. Mit dem Mondstein, ich gehe mal davon aus, dass wir den jetzt bitte beim Mond irgendwie platzieren müssen. Ja. Hoffentlich habe ich nichts verpasst, ey. Hoffentlich. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts hören. Was das wohl war? Eddie? Cheryl? Gut, der Hund ist noch tot. Ja, da oben ist dieses kleine Loch, ne? Sieht man eigentlich ganz gut.
Den Mondschein in die Tür gesteckt. Hm. Huch. Sieht gut aus. Sieht richtig gemütlich aus hier. Ich glaube, man kommt auch nirgendwo mehr rein. Das sind alles keine Türen. Könnt ihr auch runterspringen, ne? Langsam laufen ist wichtig, ne? Ein bisschen, also ein bisschen erholen. Ich muss ja die arme Frau nicht immer so hetzen. Angeschlagen ist sie auch noch ein bisschen. Oh, so. Und jetzt wieder runterkrabbeln. Mit der Pistole in der Hand. Oh Mann. Ich trinke mal in Ruhe was. Ach Gott. Nein. Die Leiter. Was kommt da? Das ist die Peniskopfschlange. Ich überlege gerade wirklich, ob das nicht an Penis orientiert ist. Ohne Mist jetzt. Könnte es nicht sogar sein? Erstmal nachladen. Nehmen wir eine Weste oder nehmen wir sie nicht? Keine Ahnung mehr, wie man das so treibt. Aber es leidet Schmerzen, das ist gut. Ha. Das war's schon. Einfach so Kampf im Spiel. Auch der ist. Was denn sonst? Eine Blume? Ich glaube nicht. Oh. Es ist wieder schön. Halluzinationen? Oder sind wir etwa gewechselt, ohne es zu merken? Ja, alles wieder hübsch. Kein Blut, keine rostige Wände, kein Monster, gar keins. Nur ein altes, ranziges Einkaufszentrum. Dann gehen wir wohl lieber. Es scheint ja wirklich niemand mehr hier zu sein. Auch von der Karte her. Als ob wir hier gerade noch telefoniert hätten und im nächsten Moment ins Bad gegangen sind. Das Telefon ist tot. Tja, wir haben alle unsere Hoffnungen. Was? Oh nein. Ich wünschte, ich könnte Papa erreichen. Das wünschte ich auch. Ich wünschte, ich könnte mal seine Stimme hören. Genau, und hier ungefähr hat uns halt, ne, der Detektiv aufgelauert. Dann ist sie halt kurzerhand in die Toilette gerannt.
Schloss kaputt. Chris! Hallo und liebe Dank fürs Abo im 50. Monat. Jubiläum! Party! Wahnsinn! Hallöchen, Hallöchen. Wie geht's dir denn? Oh Mann, wie war dein Montag? Dass du um die Uhrzeit reinschaust, noch wundert mich ja schon fast. Oh. 50 Monate. Respekt. Definitiv. Danke fürs Durchziehen. Freut mich. Oh, und wieder Cutscene. Tschüss. Heather. It's you. Das freut mich. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. Welches Monster hat denn bitte gesehen? All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something... Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. Ich fand das damals auch, glaube ich, noch sehr verwirrend, ne? Wenn man nichts von der ganzen Geschichte kennt und irgendwie, ne, sie ist verwirrt, man selber ist verwirrt, pass schon, machst du halt weiter, stell dich nicht so an, wird schon schief gehen. Genau, wir hauen jetzt einfach ab, nehmen die U-Bahn nach Hause und keiner kann uns sagen, was zu tun ist. Zum Glück ist die noch offen, ne? Guck mal. Innerhalb der Wochentage auch nur von 5 bis 22.30 Uhr. Nee, 5.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Und am Sonntag, Wochentag, Holiday, Feiertag, 5 bis 10 Uhr nur geöffnet. Warum fährt denn die Bahn nur so zu beschissenen Zeiten? Also völlig normale Zeiten, aber... Ich bin verwöhnt, ich bin Berliner Kind, ne? Oh, habe ich gerade auf der anderen Seite noch die Karte vergessen? Gibt es überhaupt eine Karte von dem Ort hier noch? Hilfe! Hier ist eine Karte. Aber auch ohne hinzusehen, kenne ich noch meinen Heimweg. Einfach rein in den Zug zur Bergen Street vom Bahnsteig 3. Hier ist Hazel Street. Niemand da, wirklich ganz alleine. Also mein Nachbar und ich, wir haben jetzt letzte Woche geschaut, ob wir mit dem 9-Euro-Ticket zur Arbeit fahren können. Und es geht? Oder was? Das ist ja geil. Ich hoffe, dann ist nicht zu viel los in der Bahn. Ja, die drehen ja wirklich komplett durch, die Leute. Jetzt, wo 9-Euro-Ticket da ist, alles voll. Alles voll mit Leuten. Vorher habe ich noch überlegt, so, ja komm, ich habe es ja tatsächlich auch integriert. Ich kann es komplett durch die ganze Gegend fahren, aber wo will ich denn hin?
Wo will ich denn jetzt hin damit? Ah, mal gucken. Ja, warum sollte es auch gehen? Keine Verbindung. Oh, okay. Dacht schon. Hätte man endlich mal was Gutes rausgeholt. Die Heilstellen in unserem Ort werden nicht mal angefangen. Es ist wieder so typisch Bahn einfach. Davon abgesehen muss man ja aufpassen, wenn man auf diese Fernverkehrsstrecken fährt. Die werden ja nicht offiziell um 9-Euro-Ticket befahren. Ach, keine Ahnung. Da, 3 Bergen Street. Au! Ich sollte aufhören, immer gegen die Wände zu klatschen. Oh, das kenne ich noch. Der Zug kommt einmal pro Stunde. Theoretisch wäre schon möglich, 1,5 Stunden Fahrzeit. Aber, oh. Hinsheim und Kunsheim. Nee, danke, da kommst du nie an. Dann lieber doch nicht. Wer hat denn das hier hingemalt? 26, okay. U-Bahn-Treppe. Der Bossfight war so einfach. Bergen Street, weiter runter. Ich glaube, es gibt hier gar nichts. Eine Zeitung. Was ist das für ein Artikel? Das habe ich vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich daneben. Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist es aber nicht übel. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall gestorben sind, erkennen nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie und spuken am Ort ihres Todes. Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Der Schmerz kann so stark werden, dass sie sich auf der Suche nach Rettung an Menschen wenden. Oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohem Unfallsaufkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Sie sollten bei der Annäherung an solche Stellen vorsichtig sein, besonders an dem Tag oder zum Zeitpunkt, an dem sich der Tod ereignete. Das heißt, wenn sie nicht wollen, dass es ihnen auch passiert. Coco, was ist hier los? Laufende Katzen. So, hier unten muss jetzt eigentlich die U-Bahn sein. Hoffentlich fährt sie noch. Ja, so macht man das halt abends. Coco! Ah! Ich bin runtergesprungen! Oh, unser erstes Game Over. Ihr wisst doch wieder, wo wir gerade von Selbstmord gelesen haben, wir müssen halt mal ein bisschen hier und da gucken, was man macht. Was ist denn bei Fortsetzen? Ah, okay, ja gut. Letzter Safe halt. Bergen Street. Und wieder runter. Diesmal die andere Seite. Nein, runter. So zum Spaß hier war das doch nur gedacht. Ich schmeiß mich natürlich nicht vor den Zug. Vielleicht nicht nochmal. Aber irgendwie Bergen Street da drüben. Ich meine, irgendwie müsste man vielleicht doch noch rüberwechseln. Irgendwo konnte man da noch mal runter oder hoch. Au! Hey, Gesundheitsdrink! Wohnung. Wann kommt denn die Bahn? Ha, keine Uhrzeit.
hinten ist halt noch Licht. Da drüben bin ich vorhin gerade runter. Da kam halt irgendwie ein Zug. Ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte. Da gibt's aber auch nichts. Oh, ich habe irgendwie nachgeladen. Ganz mystisch. Hab ich die Bahn jetzt schon verpasst? Bestimmt auch alle anderthalb Stunden, ne? Und dann wartet die nur so 5 Sekunden und fährt einfach weiter. Ist doch auch wieder typisch. Das sind Hunde! Wo kommt denn der Sound her? Oh, jetzt schon? Ich glaube, ich darf gar nicht runter, ne? Now I'm confused. Really, really confused. Ich hole mir noch mal den Gesundheitsdrink. Und da müssen wir noch mal gucken, was ich gerade falsch gemacht habe. Warum meine Bahn nicht kommt. Warum ich von Hunden gefressen werde. Hunde, die bei der U-Bahn rumrennen. Ich weiß nicht, was da los ist. Oder wo ich wieder hin muss, um irgendwas zu triggern. Kein Selbstmord. Hör doch auf, den Selbstmord mach. Da waren jetzt die Hunde, ne? Ist das eigentlich egal, ob ich heute? Ich dachte, ich wüsste, wie man mit der U-Bahn fährt, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich mag Züge. Ich mag Züge. So, hier nochmal den Artikel durchflippen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, dass man den gelesen haben muss. Dass irgendwie ein Merkmal ist für irgendwas am Ende. Was Ausschlaggebendes. Da sind ja noch mehr. Und die nehmen wir mit. Vielleicht speichere ich doch gleich mal. Mir war halt immer so irgendwo noch mal eine Tür. Tür war oder so. Ich bin mal ein bisschen die Angst, Anni. Ich bin mal ein bisschen gerade die Angst, Anni. Speichern. Ja, doch. Ist jetzt die andere Seite schon gewesen. Hier steht auch überhaupt nichts dran. Ne? Auch wenn ich versuche, mich umzugucken, das geht auf der Seite überhaupt nicht. Sehr merkwürdig. Drei Gesundheitsstrings, Zeitung gelesen. Wer zählt denn da so krass mit? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie lange es bei mir dauert. Hast du auch ein Datum oder so? Ich bin schlecht in Stunden in irgendwas sinnvoll umrechnen. Das erscheint mir doch ein bisschen hart. Ich bin hier schon richtig eigentlich. Oh, wieso bin ich so verwirrt gerade? Hätte schon längst zu Hause sein können hier. Auf runter. 9 Jahre. Okay. Oh Mann, da freut sich jemand auf die Rente. Wohlverdiente Ruhe. Arbeitsstunden, Produktivstunden?
Ich glaube einfach nur 9 Jahre. Ich wollte, glaube ich, zum anderen Ausgang. Bin voll verwirrt. Hier ist jetzt nochmal dieses blöde Bergendings. Hier geht's nochmal. Ach, da. Hallo, Hilfe. Der 1.10.2053. Ah, schön. Guck mal. Noch knapp 30 Jahre. Stell dich mal nicht so an. Ich hab noch gar nicht gearbeitet. Ich hab richtig Panik, ne? Hier steht halt auch wirklich, dass der Zug kommt, ne? Aber. Der kommt halt erst dann, wenn ich hier runtergehe. Und dann werde ich überfahren. Das finde ich nicht witzig. La 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 la. Sie da rumhüpfen. Blöde Viecher. Nee, der hat mich nicht gesehen. Oh, hier ist zu. Ist vielleicht besser so. Kann man im Stall. Wirklich jetzt? Dass wir zufällig gerade heute Bescheid bekommen? Geschlossen. Ich habe keine Karte. Was will ich auch mit einer Karte? Ich bin am richtigen Gleis. Sieht aus wie Tom Hanks hier fast schon. Ach nee, Standardmann. Dezent, ne? Minimal. Die kommt ja auch nicht immer. Hallo an alle Backseat-Gamer. Hilfe. Hilfe. Wie werde ich nicht überfahren? Ich meine, sie hat ja gesagt, sie nimmt die U-Bahn nach Hause. Platsch und tot. Und dann ist vorbei. Mit der Übeltäterei. Ach, Mann. Kann nicht mehr sitzen. Ach Gott, die flauschigen Kätzchen sind überall. Ich kann sie euch nicht zeigen, weil sie so flauschig sind und sich verstecken. Moment, nein, ich habe gelogen. Coco kommt. Wieso bin ich denn heute so dunkel eigentlich? Was ist da los? Irgendwie hell und irgendwie dunkel? Ich kann mal umdrehen hier. Hilfe, der Hund kommt. Oh. Hier ist man ja auch nicht vor den Geräuschen sicher. Boah, Coco, was treibst du denn hier? Ah, viel besser. Hier ist eine Karte der U-Bahn. Aber auch ohne hinzusehen, kenne ich noch meinen Heimweg. Einfach rein in den Zug zur Bergen Street von Bahnsteig 3. Wo ist Bahnsteig 3? Wo? Das ist halt die andere Seite. Hier ist eindeutig Bergen Street als ne, nächste Dings. Was ist das für ein Gleis? Ich bin bestimmt direkt überfahren, oder? Ich trau mich nicht mehr. Ich trau mich einfach nicht mehr. Ich will nicht überfahren werden schon wieder.
bin zu jung zum Sterben. Das war zu sehr an der Seite. Nee. Der Anfängermodus wurde den Extra-Optionen hinzugefügt. In diesem Modus werden für den Anfängerkämpfe weniger schwierig gestaltet. Dieser Modus ist einfacher als Action-Level einfach. Spiel auf normal. Das kann auch auf Spieldaten angewendet werden. Sie können den Anfängermodus jedoch nicht wählen, wenn Sie im Aktionslevel schwierig oder höher spielen. Wird sich nichts als die Klasse verändern, die Sie nach... Was? Witz? Witz? Also grundsätzlich nicht verkehrt. Also ich kann schon runterspringen. So ist nicht, ne? Darf halt nur nicht falsch laufen in dem Sinne. Ist ja witzig. Guck mal, dieser Schatten, ne? Ich komme hier doch nie im Leben rüber. Oder runter und gleich wieder hoch? Muss ich mich ein bisschen mehr beeilen? Ich versuch's nochmal. Ich bin am richtigen Gleis. Ich bin nicht verwirrt. Nein, nein. Ich nochmal mache, kommt bestimmt der scheiß Zug, bevor ich irgendwas anderes mache. Wie sehr kann man den Zug denn noch triggern? Ich warte hier auf den Zug. Der nicht kommt. 1, 2, 3. Da kommt dann immer nur die Katze, die mich umfährt. Was ist das? Achso, Moment. Haha. Hä? So, jetzt. Be right back. Ich musste heute leider halt auch im... Ja, ihr seht schon, Desktop-Modus und so weiter arbeiten, das ging natürlich gar nicht. Hä? Bin ich nur so verwirrt oder wie es... Ja, vorgeschlagen! Walk to Subway Station. Ich find's super, ich find's top. Ja, ja, ja. Ja. Oh, es gibt tatsächlich doch eine Map. Ganz am Anfang bestimmt, die ich mir nicht geholt hatte. Ich glaube, ich wollte hier echt noch gar nicht runter. Ich glaube, wir müssen mal komplett zurück. So komplett. Vielleicht lade ich direkt noch mal einen anderen Save. Vielleicht wäre das Sinnvollste, was wir machen können gerade. Ladevorgang gescheitert. Ja, das fühle ich sehr. Treppe. Jetzt hat zwar die Gesundheitsdrinks nicht eingepackt. War halt auch nichts weggeschossen. Maximal verwirrt hier.
Mann, ey, was treibt die Frau nur? Richtig gegengebrettert. Ich bin halt der Meinung, wir müssten wirklich irgendwo eine Karte finden, aber... Ah, da ist sie doch. Ich hätte einfach am Anfang liegen lassen, ne? Ich habe eine Karte der U-Bahn. Ah, ja, schön. Mhm. Wir kommen da hinten noch runter. Moment. Hey. Noch weiter hinten rum? Es ist kaputt. Da kommt man nicht durch. Aber was auch schön ist, haben wir eine Karte, wo alles durchgestrichen ist und ja, ja. Mhm. Wir können da hinten auch noch auf die andere Seite wechseln. Das ist echt auch gar nicht verkehrt. Manchmal sind alte Saves gute Saves, die dann helfen. Nö, ich war schon richtig. Ach stimmt, hier komme ich her. Genau, oben Central Square nicht. Wo wir reingekommen sind. Was sind das für komische Flecken oben in der Mitte? Was sie vom Licht sind? Dieser Ort hilft mir nicht mehr weiter. Ich gehe lieber schnell nach Hause. Schnell! Oh. Verwirrende U-Bahn-Station. Wirklich. Geh mir schnell nach Hause, klar. Kein Problem. Kommen wir hinten rum zur Hazel Street? Das ist eindeutig kaputt. Kaputt, nicht abgeschlossen und verriegelt oder so. Verwirrung. Jetzt tut mir voll leid, die Lady immer wieder gegen die Wand zu klatschen, aber... Ja, manche Frauen wollen das so, ne? Die wollen da die harte Tour und wer will nicht gerne gegen so eine Tür gedrückt werden? Mhm. Mhm. Ist überhaupt nicht falsch oder so. Gehen wir jetzt mal hier runter? Ey. Alles klar, ich wünsche eine gute Nacht. Ich werde schon nicht weinen, ich bin ganz groß. Ich wünsche dir eine gute Nacht nochmal und danke fürs Vorbeischauen. Danke fürs 50 Monate treue Abonnentenschaft und so. Schlaf gut. Das ist schon ein starkes Stück. Lass ich diesmal liegen, ha? Nehme ich mir schnell mit. Dankeschön. Ich will auch gut schlafen können. Was war das? Nehmen wir die Ecke hier. Ach, hier Plattform 4 übrigens. Mhm. Hätten wir die ja auch geklärt. Soll ich den lesen? Ich lese den mal. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob man sowas gelesen haben muss. Das gucke ich mir dann später nochmal an, die Tage. Genau, das hinten ist Plattform 3. Da meinte sie ja auch, da kommen wir eigentlich rüber nach Hause, aber passiert nichts. Und ich verstehe nicht, wieso. Was ich wieder treibe, warum es dann nicht funktionieren sollte. Ne, Plattform 3 und so, Bergen Street.
Hallo? Ich möchte anrufen. Die Bahn kommt nicht. Jetzt, ob wir hier noch nicht fertig sind. Es ist so ruhig. Das gefällt mir nicht. Da war noch was zum Speichern um die Ecke? Wirklich? Okay. Waren wir da doch so nah dran? Das ist kaputt. Das sieht doch aus, als ob es da einfach alles offen wäre. Sind wir wieder hier? Und wir wollen halt noch nicht 1 und 2 gucken. Müssen wir dahin? Warum sollten wir zur Station 1 und 2? Zu offen? Sieht plötzlich wieder ein bisschen anders aus. Das ist nicht die U-Bahn-Station, wie ich sie in Erinnerung hatte. Oh. Moment, ich erinnere mich doch. Genauso ist es eine U-Bahn. Diese drei Dinger, wo man immer gegenrennt. Wenn ich nichts sehe, sehen die mich auch nicht. Was will ich denn hier noch? Nussknacker. Ich habe doch gar keine Nuss mehr. Hä? Was? Hä? Was? Also wenn man nah genug vorbeigeht, dann greifen die halt schon an. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, ohne Licht sind die weniger aggressiv. Gehe ich mit denen? Nö. Was machen wir denn jetzt mit dem Nussknacker? Oh. Mit einer Kette verschlossen. Die Kette ist mit einer Schraube und Mutter gesichert. Die Mutter ist fest angezogen. Ich kann sie mit bloßen Händen nicht drehen. Ich kann einfach nicht verstehen, was wir hier noch machen. Wenn noch die Bahn da hinten kommt. Nussknacker verwendet. Kette offen. Tür auf. Aber es fühlt sich... Ja, doch. Fühlt sich richtig an, ne? Hat bestimmt eine tiefere Bedeutung. Bin mir sicher. Da ist noch eine Bahn. Oh, wait. Ein Geschenk! Ein als Geschenk verpackter Karton. Ein Geburtstagsgeschenk? Nein, glaube ich nicht. Niemand, den ich kenne, gebe mir sowas Abstoßendes. Aber ich nehme es trotzdem. Das könnte nützlich gegen die Monster sein. Eine Schrotflinte. Yep. Die hat tatsächlich heute Geburtstag. Ich weiß gar nicht, war das der 16. bei ihr? Auch ihr 16. Geburtstag? Also, wie kannst du die Karte im Google lesen? Da liegt ein dickes Monster. Das war voll nicht. Wir kommen hier weiter runter.
Sind wir hochgegangen? Vom. Nee, nee, nee. 3 und 4 kommen wir hier noch hin. Oh. Was? Nur eine Feuertür, die führt nirgends hin. Ja, dann ist ja gut. Mal hier nochmal ganz kurz nach Loot. Wenn wir jetzt schon 5-mal den Umweg gemacht haben, haben wir hier nochmal Zeit zum Gucken. Kaputt. Also man kann wirklich nur kurz runterfahren, gleich wieder hochklettern, dann passiert einem nichts. Aber alternativ wird man halt überfahren. Die kennen da gar nichts. Kein Eingang. Okay. Bergen Street. Hier aber wirklich. Bergen Street steht wieder dran. Schlauchschwimmkartrugel. Nein, blöder Kopf. Ich wünsche dir gute Besserung, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reingucken und vielleicht gibt es beim nächsten Mal auch was Entspannendes. Nur so eine Idee. Was habe ich getan? Die Tür geöffnet. Toll. Warum? Ich bin völlig verwirrt. Ja, wenigstens wieder unsere Ruhe. Setz dich doch hin, warte auf die Bahn und, ne? Ich glaube, hier muss ich runter. Oh, ich hab's gefunden. Nee, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab eigentlich irgendwo eine Stelle, wo man runter musste. Und das ist es diesmal. Und sich, oh Gott, beeilt. Geh doch hoch! Geh doch hoch! Oh nein! Das war eine richtige Cutscene! Ah, sie ist noch ganz knapp hochgekommen übrigens. Also gucken wir uns doch mal an. Ich mag die Cutscene. Die ist gut, hm? Mir ist nichts passiert. Es war alles in Ordnung. Das ist kaputt, ich kann die Tür nicht öffnen. Auf einmal sind halt Hunde da. Ich versuche halt hochzukommen, aber der Zug fährt ein. So wie bisher auch. Und dann sieht man erst, okay, Gott, doch, 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 sie ist oben. Unsere Bahn. Die Hunde sind wahrscheinlich überfahren worden. Es ist nur eine Tür offen, wirklich. Müssen wir gleich auf die andere, auf die ganz andere Seite? Müssen wir im Nachtwagen mitfahren oder was? Schräg. Einfach schräg. Hier, und die allerletzte Tür ist für uns offen. Und wir haben es geschafft. Endlich in der Bahn. Nur dreimal überfahren worden.
Oh, das ist so menschenleer einfach. Das hat mich, glaube ich, immer am meisten gestört, dass es wirklich komplett leer ist. Ah! Nee, danke, ich will zurück. Das muss nicht sein. 37? Oh Mann, ey. Zeitung. Achso. Ich hab jetzt, ja, ich hätte halt hier speichern können. Egal. Bleib leer, du Scheißding. Bitte, for real. Danke. Nachladen. Ich denke mal, wir müssen hier noch ein bisschen Munition für die Pistole finden. Ist das dunkel, ey. Holy shit. Au. Die Wand. Keine Monster da, alles gut. Hier liegt allerdings Schrotpatronen, eine Zeitung und mein erster Hilfskasten. Wie geht's ihr denn? Wir haben uns immer noch nicht einmal geheilt, ne? Aber schon ordentlich hier und da was gebraucht an Munition. Nee, erst auf der einen Seite zurückrennen und auf der anderen Seite wieder hin. Ah, ich liebe das auch mal, wenn ich einsteige in der Bahn an der falschen Stelle, ne? Dann weiß ich ja, wo ich raus muss und verlaufe mich erstmal. Und ja, ist normal, dass es so ein halber Film ist. Das muss so. Also ganz kurz gucken. Nee, da lag nichts mehr. Das ist wie im Bus, hinten einsteigen, vorne aussteigen. Und direkt wieder speichern. Sieht ganz frisch aus. Wer hat das hier hingemalt? Ich tippe einfach auf Claudia. Unbekannte Station. Heißt der Speicherpunkt. Die uns dann rausgeschmissen. Oh man, kann mich jemandem Gefallen tun und jedes Mal, wenn ich irgendwo gegen klatsche, das irgendwie zusammenschneiden, ist bestimmt super. Diese Geräusche sind halt der Hammer. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Wo bin ich? Das Schloss ist kaputt. Da hinten liegt schon wieder ein bisschen mehr auf der Tonne. Bisschen eklig. Hallo? Was sind das denn für Wesen? Ist kaputt. Oh, oh. Bin nur gegen die Wand gelaufen, alles in Ordnung. Ein Schlägel! Juhu, eine Werkzeugkiste. Achso, die braucht man in DBD. Und eine Karte! Ganz wichtig. Eine Unterführungskarte. Leider ein bisschen bespritzt. Hier hat halt der Schlägel auch schon einiges angestellt. Ja, so eine Art Mini-Kanalisation, nur in weniger Kanalisation. Monster habe ich hier in Immortal mehr wie genug. Braucht man nicht, ne? Braucht man einfach nicht. Da sickert Blut unten aus dem Spind heraus.
Ist da etwas drin? Will ich das wissen? Boah, ey, ne, jetzt wo man eine Karte hat. Wein an einem Ort wie diesem? Na, ich schätze, es ist dunkel und trocken. Nur eine der Flaschen ist leer. Ich habe eine Weinflasche. Und Rindfleisch. Das kann ich ja auch später einfach heimlich essen, wenn ich Hunger habe. Warte mal, ich muss ganz kurz gucken, wie die Karte ist. Die ist nochmal rechts rum. Aber ja, Hauptsache, ich habe erstmal eine leere Flasche. Oh nein! Oh, Kacke, ich dachte, ich komme an dem Kloster vorbei. Nein! Wieso wir kämpfen? Bleibt uns nichts anderes übrig. Einmal das. Nehmen wir das auch. Wenn wir halt wirklich gerade so dran stehen. Wir nehmen mal den Schlegel aus. Ich will mal gucken, was passiert. Extrem schwer, aber da steckt wenigstens was dahinter. Ruhig, ob das du den zu benutzen? Meine Güte, richtig schön reingehauen. Ich wollte halt wirklich unbedingt das noch mitnehmen, ne? Aber, aha. Dass ich die Muni jetzt habe. Oh, ich muss die Jacke wieder ausziehen. Gott, ist die schwer. Mein Licht. Ich habe jetzt eine Weinflasche. Hm, die habe ich. Eine Weinflasche, toll, ne? Einer sagt, wofür. Ist das ein schöner Sound. Ihr seid da ganz ungünstig. Was ist denn mit diesem Monster wieder los hier? Oh, oh. Ah, Mann, das hätte mir immer wehtun müssen. Sehr unhöflich. Verkacke. Ich will hier weg. Oh. Es war eine Ladesequenz. Okay. Die habe ich nicht gerechnet. Poltert hier denn so? Laut rum? Ich glaube, hier könnte man nochmal speichern, oder? Maschinenkontrollroom. Das könnte der Tank sein, aber er ist leer. So eine Kacke. Hier geht noch eine Leiter auch runter. Nur ein kleines Tierchen. Hier konnte man speichern. Es sieht so aus, als wäre noch etwas Kerosin im Heizgerät. Ich wette, ich könnte etwas in die leere Weinflasche füllen. Dann mach es einfach. Ich glaube, das wäre das Beste, was man machen könnte, es einfach zu tun. Öl gefüllt. Nein, 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 ich guck da gar nicht rein. Ah, Einkaufspassage überschreiben.
Gesundheit Tranks. Ramsch, Ramsch, Ramsch. Aber hier. Guck mal, Muni. Gutes Ding. Ich weiß nicht, ob wir noch nach oben kommen. Das ist zu. Ausgewichen. Was ein schöner Raum. Was für nette Monster. Ah! Oh Gott. Todesraum einfach nur, würde ich ihn nennen. Es ist einfach nur Todesraum. Ich habe jetzt nicht sehen können, ob auf den Fässern was lag, aber ich hoffe mal nicht. Selbst wenn die Zeit war ein bisschen knapp zum Mitnehmen. Weil ich glaube, Michi hatte völlig recht, es sind wirklich haufenweise mehr Monster drin. Holy shit, haben die das voll geknallt. Es ist Wahnsinn. Hey, ich find's krass, doch, doch. Was ist los? Mein Zuckerkloß. Der Tag ist leer. Hilfe. Kerosin. Jetzt sollte es funktionieren. Sieht aus wie der einen Ausschalter für den Flaschenzug. Ja. Eigentlich noch nicht, oder? Ich meine, was ziehen wir denn da jetzt gerade hoch? War das eine gute Idee? Schau du, schrecklich, einfach schrecklich. Dank dieses Dings endlich das ganze Wasser abgelaufen. Ich glaube, jetzt kann ich da runter, wenn ich den Geruch ertragen kann. Schrecklich, einfach schrecklich. Nee, keine Ahnung. Irgendwie hätte besser laufen können. Vor allem halt, ne, in der U-Bahn-Station. Da habe ich mich einfach viel zu lange rumgeprügelt. Ja, mal ehrlich, im Endeffekt habe ich ja nichts anderes gemacht, halt, als wieder runterzuspringen und wieder hochzuspringen. Ich verstehe halt nicht, warum ich da unbedingt an einer anderen Stelle fisch sein musste. Das. Ach, du musstest einfach zu dieser Tür hinkommen. Einfach Abfuck für mich. Einfach unlogisch. Ich kann mich auch an diesen Abschnitt so gar nicht erinnern hier. So gar nicht. Ich weiß aber, also ne, ich weiß, was danach kommt. Aber ich weiß nicht mehr, was danach kommt. Ich habe keine Ahnung mehr. So gar nicht mehr. Das ist irgendwie traurig, finde ich. Egal, wir frischen das jetzt gerade alles ein bisschen auf. Alles. Toll, falsch gelaufen. Da liegt nicht mal was in der Ecke. An sich ist ja das simpel, ne? Man muss ja nur den Weg finden hier. Also ich finde, es sieht noch ein bisschen sauberer aus als aus Teil 1. Flöre da unten? Ja, ne? Ich hätte gleich auch ins Wasser springen können. So ist es nicht, aber ich glaube. Ich will es auch nicht ausprobieren. Wenn ich es vermeiden könnte. Ja, ja, ja. Die Suppe wieder hoch. Da war jetzt noch so ein Wärterraum oder irgendwas in der Richtung. So ein Arbeiterraum? War nicht? Ich versuche extra vorher runter vom Gas zu gehen, ganz ehrlich. Das ist denn nicht ein Müllhaufen? Wo kommt das denn alles her, verdammt? Ist wohl das ganze Zeug, was in die Kanalisation geworfen wird. Ich habe einen Föhn. eine Ampulle noch mitgenommen. Ja, wirklich. Oh mein Gott, ein Rollstuhl. Ein Rollstuhl.
Das ist mal, wo ich mir denke, why, ne? Why, aber passt natürlich zu Silent Hill. Ich habe einen Föhn. Ich renne wieder zurück. Ich föhne mir erstmal meine Locken. Du bist in der Kanalisation. Ich überlege aber gerade, ob ich nochmal speichern sollte. Ich mag es. Ich glaube, gleich kommt nochmal ein Speicherpunkt, aber jetzt bin ich doch mal so frei gerade. Danke. Da hinten lag auch nichts, oder? Nee. Hauptsache, ich habe Föhn. Liberator, Hallöchen! Oh no! Au! Oh Gott! Bin ich mal in Panik? Genau da ist was. Genau da ist er. Ich wollte schnell vor den Monster speichern, nicht danach. Hier steht nichts Interessantes, aber... Hey, wo guckt sie denn hin? Die Tür ist wichtig. Imperator, wie geht's? Wie war dein Tag? Was hast du getrieben? Gefahr! Zutritt verboten! Überwachungsmonitor. Ich kann nichts sehen. Ist nur kaputt. Das ist sehr schlecht. Ew. Es ist so gefährlich, hier rüber zu gehen. Das gefällt mir gar nicht. Okay, na dann nehmen wir diese Steckdose hier. Ich habe eigentlich gesagt, ich will euch das ja zeigen, was passiert, ne? Hä? Kann man gerade nicht speichern. Ja. So eine Minute gespeichert wird überhaupt? Gefahr. La 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 la. Das ist Blut überall. Sehr schön. Das ist nicht Teamwork. Sie ist explodiert. So schnell geht das. Ja. Ha. Gute Szene in Silent Hill. Super. Hier sind sie richtig kreativ geworden, möchte ich meinen. Da war noch eine blutige Hand dran. Oh, überhalb von dem Schalter. Das war dann nur so ein kleiner Tentakel. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Nee, aber genau hier oben drüber, guck mal, so kleine blutige Hand noch. Ja, jetzt geht's mir auf jeden Fall besser. Jetzt kann ich hier bequem rüberlaufen. Will ich runterfallen? Ist da noch was in der Ecke? Es leuchtet alles so fancy in HD. Lieber nicht. Puh, nein. Lass mich die Kamera drehen. Links ist ein kleiner Raum, wenn wir da reinkommen. Ja, Ben. Das wird halt nie alt. Nie. Wo will ich denn hin? Ich glaube, da unten ist ein Ausgang, auf der anderen Seite. Oh Gott.
die ist schon wieder höre hier. Ah. Habe ich es geschafft? Oh Gott, ey. Kaum mache ich mal den Sound an, dann sowas. Es tut mir leid. Oh, Mann, ey. Jetzt ist wieder Ruhe. Die haben echt schöne Musikstücke drin. Doch, doch, haben sie auch. Ich meine, wie läuft so? Wie läuft die Spätschicht? Wir können da nicht rein, das ist ein Eisengitter. Ich was zum Speichern irgendwo? Ich bin ein bisschen panisch langsam. Ich meine, da müsste noch was Dickes kommen, aber... Ich speichere nur, wenn da ein Punkt ist. Ja, ja, ist klar. Wieder mal hochlaufen. Wir müssten eigentlich jetzt zu Hause ankommen langsam. Ich gabbel ein bisschen rum, hab ja nur noch... Ach komm, 180 Minuten. Genau, auch noch rum. Hast schon alles geschafft, noch ein paar Sachen zu erledigen oder machst du wieder ganz entspannt? Kaputt. Das kann doch nicht mein Zuhause sein. Kein Strom. Der Aufzug wird nicht funktionieren. Halt, 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 halt. Ja, siehst du, man will ja nicht alles den Leuten wegarbeiten. Das geht ja nicht. Nicht, dass die morgen anfangen, dann gibt es da nichts zu tun. Was war denn das? Das ist doch ein Rauchenverbotenschild. Warnung, die Decke der dritten Etage ist eingestürzt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt verboten. Festung bewegt sich auch nicht. Das heißt, vierte Etage sollte auch nicht besser aussehen. Eine Werkzeugkiste. Nichts Nützliches. Die hat extra reingeguckt für uns. Ah, ja, ne? Wie gesagt, ist ja eingestürzt, die Decke. Also auch hier der Boden. Fünfte Etage. Schloss ist kaputt und hier ist nichts im Bad. Ich dachte erst, das wäre bei mir. Das war wirklich im Spiel, ne? So ein Getrampel. So ein richtiges Getrampel. Kabeltrommel mit einem Sack Zement. Ey! Kann doch gar nicht sein. Ich hätte es meinen Nachbarn zugetraut, so ist es nicht. Liegt Muni. Oh, und hier, was ich meinte, ne, mit der Matratze. Gesundheitsdrink, die Drinks. Auf der Gesundheit. Auf jeden Fall haben wir halt nicht. Hier, versiffte Matratze. Nee, ich will mich da nicht reinfallen lassen. Hä? Ich kann gerade nicht speichern. Die Wandfarbe sieht ja etwas anders aus. Das Material ist auch anders. Wenn ich hart genug zuschlage, bricht es vielleicht. Probieren wir es mit einer Waffe? Das Geräusch war super strange. Donk. Hm.
Ein Schalldämpfer. Oh mein Gott, geil. Wo ist denn der jetzt hin? Wird den ausgerüstet oder ist er nicht hierfür? Ich habe einen Schalldämpfer gefunden. Ich kann Beine durch das Loch in der Wand sehen. Hoffentlich ist es nur eine Schaufensterpuppe. Aber das Glück habe ich wohl nicht. Und wer will denn auch eine Schaufensterpuppe in die Wand zementieren? Also, wie in die schwarze Katze. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Ja, perfekt, um ein paar Leute loszuwerden hier, ne? Okay, cool, einen Schalldämpfer eingepackt. Können wir jetzt die Matratze bitte runterwerfen? Nein, ich will die Matratze reindonnern. Hä? Was ist hier los? Achso, speichern konnte ich nicht. Dann gehe ich mal ganz kurz raus, wenn das funktioniert. Speicher vor der Tür? Oh, das ist nicht speichern. Das geht ja auch nicht. Okay. Ja, wenn ich mich nicht fallen lassen kann. Zieht schon die Matratze rein erst. Ah, die haben echt nicht nach mir gefragt, sondern nach der Matratze. Ich habe die Matratze hier runterfallen lassen, um sie als Polster zu verwenden. Jetzt sollte das Runterspringen kein Problem mehr sein. Das ist halt eher dieses logische Denken, was ich meinte, ne? In Silent Hill 2 einfach runter ins Loch, kein Ding. War vielleicht auch nicht angenehm, aber ein bisschen gedämpft. Mann, du, diese Geräusche. Ich habe eigentlich immer nur Angst vor irgendwelchen Insta-Toden. Da geht's schon mal raus. Das ist jetzt eigentlich der Boden kaputt. Großartig. Habe ich gut abgewehrt. Habe ich richtig gut abgewehrt. Keine Karte von diesem Gebiet. Was sind das für Bilder? Ein Schaufensterpuppenkatalog. Okay, die Rezeption einer Schaufensterpuppenfirma. Ich weiß, wo wir sind. Oh Gott, steht mir bei. Das ist ein harter Teil. Das ist echt... Ah! Ich kann nicht speichern. Manu. Ah... Ich glaube, das war die gruseligste Stelle ever in dem ganzen Spiel für mich. In dem ganzen Spiel. Ist hier eine Karte gewesen? Nein, nein. Oh, ich will nicht. Ich will nicht, will nicht, will nicht. Zurück. Sie hat aber auch echt kein Glück, ne? Überall, wo sie hinkommen. Monster, 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 Monster. Mhm. Deswegen vertraue ich keinen Schaufensterpuppen mehr. Nicht, dass ich das ihm jetzt getan hätte, aber... Es ist ein lebloses Objekt, aber ich bin trotzdem etwas nervös. Ängstlich vielleicht. Ohne Kopf und ohne Beine. Hat 50% angespannt. Erstmal atmen. Ich hasse es hier. Ich hasse es hier. Schaufensterpuppenfirma. Warum? Wen hassen Sie denn? Das ist ein Hund. Monikas. Dance Studio!
Okay, cool. Hier dancen die Dicken ab. Was haben wir denn hier gefunden? Oh, Hilltop Center. Von einem blöden Einkaufszentrum quasi ins nächste. Aber hier sind halt eher kleinere Sachen, ne? Eine Karte des Bürogebäudes. Zum Glück. Und ein Speicherkreis. Oh, Mann. Oh Gott, ey. Tanzsaalbüro. Was ist denn ein Tanzsaalbüro? Ein Seil. Ach, Kinder, ich glaube, wir machen jetzt schon aus. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Nix geschafft in dieser Runde, aber... Das ist unnötig. Nein. Ja. Weil ich habe wenigstens die ganzen Umstellungen von den Tasten hinbekommen, dass wir alles verwenden und spielen können. Das freut mich doch. Und guck mal, wie gut das aussieht. Ja, das ist sexy. Sexy Heather einfach. In den Cutscenes ist es ja eigentlich auch teilweise echt gut geworden. Ich glaube, nur die erste war vom Trailer quasi. Sah ein bisschen verschwommen aus noch. Uff, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich war nicht zu schlecht. Es ist halt ein paar Jahre her. Die kleine Anime 14 Jahre da spielt und jetzt halt so ein paar Jahre später. Ein paar Jahre, wenn ich drüber nachdenke. Ne? Danke. Okay. War ich doch nicht